Welche Möglichkeiten gibt es, Gleichgewichte zu verschieben? Die wichtigste Möglichkeit ist die Änderung der Temperatur. Wir betrachten die Zersetzung von Calciumcarbonat, das Brennen von Kalk bei einem Bar und schreiben zunächst einmal die Reaktionsgleichung auf. Kalkfest ergibt Calciumoxid fest plus CO2 gasförmig. Dann nehmen wir die Tabellenwerte der Enthalpien und Entropien und berechnen, wie groß die Reaktionsenthalpie und die Reaktionsentropie ist. Die Reaktionsenthalpie, also die Wärmemenge, die eine Rolle spielt bei der Reaktion, ergibt sich aus der Differenz der Standardenthalpien zu 183,13 Kilojoule pro Mol. Eine stark endotherme Reaktion. Die Reaktionsentropie ergibt sich aus der Differenz der Normalentropien der Reaktanten zu 0,19066 Kilojoule pro Mol Kelvin, eine stark endotrope Reaktion. Und die Freienthalpie, dieses Maß für die Stabilität, ergibt sich einmal mehr aus der Gibbs-Helmholtz-Gleichung durch Kombination von Delta H und Delta S. Uns geht es hier nur darum, festzustellen, bei welcher Temperatur die Reaktion von endergonisch nach hexagonisch umschaltet. Und bei dieser Reaktionstemperatur ist Delta G genau 0. Das heißt, wir brauchen jetzt die Temperatur, bei der Delta G größer wird als 0, also T größer wird als Delta H durch Delta S. Wir setzen die Werte, die wir berechnet haben, ein, obwohl wir wissen, dass diese Werte streng genommen nur für 25 Grad gelten. Aber nach der Ullischen Näherung können wir das tun. Wir erhalten dann eine Minimumtemperatur oder auch Floortemperatur von 1140 Kelvin. Ab dieser Temperatur ist die Zersetzung von Calciumcarbonat hexagonisch. Ab dieser Temperatur ist der Partialdruck von CO2 über dem Calciumcarbonat größer als 1 bar.